Moin Moin und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Gut, Günstig, Gaming auf meinem Kanal mit eurem Brocken. Und auch heute möchte ich euch wieder eine gesunde Mahlzeit vorstellen, die wenig kostet, aber hier einfach gesund ist und euch natürlich auch sättigen soll. Und das soll hier natürlich kein Fastfood sein, sondern einfach aus guten Lebensmitteln was Gutes zubereiten. Dazu fangen wir heute einmal an. Wir holen uns hier Blumenkohl, das ist so ein Kilo. Der kostet, glaube ich, 1,60, wenn ich mich nicht irre. Genau, 1,60 Euro kostet das gute Stück. Hier würde ich sagen, braucht ihr als Einzelperson ungefähr ein Viertel davon. Das heißt 250 Gramm, das sind 40 Cent, die ihr dann hier für den Blumenkohl braucht. Dann braucht ihr nichts weiter, außer hier so ein Bottich Dill. Den könnt ihr, je nachdem, wo ihr den und wie ihr den kaufen wollt. Ich habe den jetzt hier von Iglo, da war leider bei Edeka nichts anderes von da. Der kostet 89 Cent, ungefähr auf ein Viertel runtergerechnet, heißt das hier. Was hat man denn ausgerechnet? Genau 89 Cent kostet der, sagen wir, 22 Cent, so ein Viertel gerechnet. Heißt, für die heutige Mahlzeit liegen wir hier bei 62 Cent. Vielleicht sogar ein bisschen drunter, wenn wir anderen Dill gekauft hätten. Daraus machen wir nun eine leckere Blumenkohl-Dill-Suppe. Was bringt uns das Ganze hier überhaupt mit? Ah, es ist eine kalte Jahreszeit, das heißt, eine schöne heiße Suppe ist hier doch einfach was Schönes, Angenehmes und auch gar nicht schwer zuzubereiten. Der Blumenkohl an sich bringt hier natürlich auch viele Sachen mit. Er bringt hier alle B-Vitamine komplett mit. Er bringt hier Vitamin C mit und auch von den Kalorien her ist hier einfach fast gar nichts. Das heißt, ihr könnt davon einen ganzen Topf essen. Ihr werdet satt, ihr werdet dadurch aber auch nicht zunehmen und habt hier einfach die Vitamine, Ballaststoffe und auch Mineralien. Enthält hier einfach der Blumenkohl eine sehr, sehr gesunde Sache. Des Weiteren bei dem Dill ist das Gute an der ganzen Sache, der Dill hat ätherische Öle. Die ätherischen Öle sorgen dafür, dass zum Beispiel dass wir weniger Magenprobleme, auch Magenschmerzen in die Richtung bekommen. Das hilft sogar, wenn ihr als Frau, wenn ihr da gerade eure Menstruationsschwierigkeiten habt, hilft das hier. Und was ganz wichtig einfach auch bei dem Dill ist, das ätherische Öl sorgt dafür, dass man besser schlafen kann. Das heißt, auch gerade wenn ihr vielleicht so am Abendbrot seid und das esst, so, dann sorgt das dafür, dass ihr am Abend einfach viel, viel besser schlafen könnt. Nun, das Ganze ist relativ einfach, wie wir das Ganze jetzt machen. Wir nehmen uns einfach hier einen riesengroßen Topf. Den machen wir einmal voll mit Wasser, so viel Wasser, wie wir brauchen. Ich mache jetzt einmal für zwei Personen den ganzen Topf voll. Und dann kommt er einmal auf die Herdplatte und dann, wie gesagt, lassen wir das Wasser einmal kochen und danach zeige ich euch nochmal, wie das Ganze zubereitet wird. Mehr ist das auch gar nicht. So, wir nehmen jetzt den Topf, der ist jetzt einmal voll mit Wasser. Einmal die Sachen hier wieder runter. Einmal den Topf hier oben schön drauf. So, und dann einmal. So, jetzt lassen wir das Wasser einmal kurz kochen und dann würde ich sagen, sehen wir uns doch gleich wieder bei der einfachen Zubereitung. So, ja, das Wasser kocht nun. Dann nehmen wir einmal hier ein Messer für den Blumenkohl, schneiden uns den ein bisschen auf. Wie gesagt, wichtig ist hierbei, dürft ihr nie vergessen, wenn der einmal aufgetaut ist, dann müsst ihr den natürlich auch innerhalb so maximal 2 Tagen aufbrauchen. Weil er ist immer schockgefroren, das heißt natürlich, ihr könnt den ruhig, kommt raus hier, schön, wollen nicht richtig so, wie ich will hier. So, schön die schönen Blumenkohl hier mal rausholen. Ja, jetzt haben wir ungefähr so die Hälfte weg, reicht so, ein ganzes Kilo brauchen wir nicht. Der ist jetzt natürlich ein bisschen aufgetaut, den packen wir in den Kühlschrank. Die Hitze stellt er jetzt ein bisschen runter. Wenn er so, sag ich mal, eine Stufe 12 hat, geht er hier runter so auf 8 oder so. Dann machen wir gleich den Dill mit rein. Der muss nämlich auch aufgewärmt werden. So, mal ein bisschen hier. So. Ist immer wichtig. Wie gesagt, wenn ihr den gekauft habt und ihr seid schnell zu Hause und friert den wieder ein, dann könnt ihr den natürlich auch Ewigkeiten verwenden. Das ist kein Problem. Wichtig ist nur, wenn er einmal aufgetaut ist, dann ist die Kühlkette unterbrochen, dann müsst ihr den natürlich im Kühlschrank lagern, nicht wieder einfrieren, weil solltet ihr den wieder einfrieren, nachdem die Kühlkette einmal unterbrochen wurde, gehen die ganzen Vitamine, Ballaststoffe und Mineralien leider kaputt. Dann einfach mehrmals verwenden, den könnt ihr ja auch, wie gesagt, braten und machen. Aber hier machen wir jetzt eine gute Dillsuppe. So, jetzt machen wir einmal den Dill auf, da haben wir auch richtig schön, es riecht so aromatisch, Leute. Einfach ungemein geil. So. Dann nehmen wir einfach mal so ein bisschen hier die Gabel und nehmen ein bisschen uns den Dill hier raus. Den macht er einfach ganz normal so ein bisschen rein, wie er braucht. Ich mache da jetzt mal die Hälfte rein. So. Jetzt haben wir die Hälfte an Dill hier drin. So, dann können wir das Ganze einmal ein bisschen umrühren, dass sich der Dill verteilt. So ein bisschen. So.
Ja, das Ganze lasst ihr jetzt so zwischen 6 und 8 Minuten ungefähr in den Topf. So, ein bisschen höher stellen. Ja, und das war's dann. Und nach 6 bis 8 Minuten ist das dann auch schon fertig. Dann könnt ihr die einfach servieren, euren Freunden, euch selber. Einfach was Gutes tun, keine Kalorien, viele Vitamine, schöne ätherische Öle und einfach sehr einfach zubereitet. Ihr habt es ja gesehen, wir haben nur den Blumenkohl verwendet und wir haben hier einfach nur so ein bisschen Dill verwendet, um wirklich was sehr, sehr Schmackhaftes, Nahrhaftes zu machen. Und gerade wie gesagt, bei kaltem Wetter ist das einfach super angenehm, wenn wir da einfach eine schöne Suppe haben. Das wärmt uns einfach, erzeugt ein Wohlfühlgefühl, ne? So ähnlich halt, ne? Ihr wisst, was ich meine, ihr fühlt euch dann halt gut, wenn man eine schöne warme Suppe gegessen hat einfach. Und ich kann euch versprechen, einfach, wenn ihr das öfters macht, wenn ihr nur einmal die Woche so eine Suppe euch zum Beispiel macht, so, ne, sag ich mal, ihr nehmt so einen Beutel oder so, von mir ist auch zweimal, wie gesagt, ne, so ein Beutel, hey, für eine Person würde ich sagen, so 4 Portionen, so, ne, dann habt ihr hier schön Dill. Da merkt ihr einfach durch die Vitamine, Ballaststoffe, Mineralien und durch die ätherischen Öle, wird es euch einfach vom Magen her besser gehen. Ihr habt einen viel besseren Schlafrhythmus und auch so würdet ihr euch natürlich dann viel gesünder fühlen. So, jetzt lassen wir das Ganze erstmal ein bisschen kochen und sehen uns dann gleich nochmal beim Servieren. Und dann war es das auch schon wieder, meine lieben Freunde, mit der heutigen Folge dann wieder von Gut, Günstig, Gaming mit eurem Brocken. Ja, meine Freunde, so ist es nun soweit, ne? 6 Minuten sind rum. Das Ganze riecht einfach wirklich sehr, sehr köstlich. Ja, da müsst ihr auch nicht mehr machen. Ne? Jeder weiß es, wie man eine Suppe nimmt. Man hat hier so eine Kelle und hat in den meisten Fällen einen tiefen Teller. Ne? Keinen flachen bitte nehmen. Ne? Ja, und dann macht euch eine gute Portion Suppe einfach drauf hier. Einfach schön servieren. So. Dann nehmen wir hier 2 Teller. Ne? Kameramann hat auch Hunger, sei denn Kameramann ist nicht hungrig, aber ich denke mal, der Kameramann braucht auch eine gewisse Stärkung. So, da kann man wie gesagt immer schön viel nehmen von, ne? Wie gesagt, da könnt ihr auch so viel essen, wie ihr möchtet von. Boah, nicht kleckern, heiß und fettig. Ja, dann packen wir die Kelle kurz daneben. Machen hier so einen Deckel drauf, damit es ein bisschen heiß bleibt. Herdplatte wieder aus. Lasst uns ruhig ein bisschen auf dem Herd stehen, so bleibt die Wärme einfach ein bisschen bestehen. Ja, dann habt ihr ein gutes Mittagessen, ein gutes Abendbrot, was einfach, wie gesagt, viele Vitamine, Ballaststoffe, Mineralien mitliefert und wirklich durch den Dill sehr, sehr schmackhafte ätherische Öle euch hier mitbringt. Ja, wenn euch das Video wieder vom Gut Günstig Gaming heute wieder gefallen hat, wo wir für 66 Cent hier eine gute Mahlzeit pro Person zubereitet haben, dann lasst mir doch einen Daumen da. Ihr wisst ja, Support ist hier kein Mord. Ansonsten dürft ihr gerne was dazu in den Kommentaren schreiben. Und wenn ihr von mir nichts mehr verpassen möchtet, so könnt ihr jederzeit gerne unten rechts einmal auf Abonnieren drücken. Dann seid ihr immer auf dem Laufenden, was ich gerade wann, wie und warum mache. Ansonsten wünsche ich euch auf jeden Fall noch einen schönen, angenehmen Tag. Haut da rein. Ich bin raus. Euer Brocken.